Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu We Are Football. Leider hat es gerade das Spiel gerissen. Daran sollten sie echt noch arbeiten. Gibt doch immer mal wieder Abstürze, die leider nicht so sein sollten. Gut, wir machen einfach mal weiter. In der Woche, wir haben Hauptsponsor suchen, das Ganze haben wir wieder dreimal und hoffen, dass wir da mal den richtigen finden. Außerdem haben wir Mitarbeitergespräche und Linden Mayner würde eventuell zu uns kommen. Das wäre eine ganz coole Sache. Da werde ich gleich am Anfang mit ihm reden in der Woche. Noch schön, bevor das Transferfenster dann schließt. Ja, es dürfen wir noch gerne die einen oder anderen abhauen. Ein paar habe ich auf die hier Dingensliste gepackt, noch um sie zu verleihen. Vielleicht klappt das ja auch noch ganz gut. Und boah, da sind so viele auf der Transferliste. Einfach keiner, der weggeht. Einladung vom Ärmelsponsor, Einladung vom Tribünensponsor und Fanclub. Das machen wir ein anderes Mal. Außerdem gibt es Hannover ein Match und wir machen eine aktive Erholung davor. Let's go, ab in die Woche. Hoffen, dass nicht wieder irgendwas abschmiert. So, wie viel wollen die? Fucking hell, 14 Millionen, ernsthaft oder was? Der hat 4 Millionen Marktwert. Ihr wollt doch keine 14 Millionen haben, Leute. Das kann man doch gar nicht vorstellen. krass. 22 Jahre ist er. Bevorzugt den rechten Fuß, kann aber auch links. Beteiligung am Weiterverkauf. Boah, das wird heftig. Das wird heftig. Einen Punkt hätte ich noch, da könnte ich versuchen. Ja, auf 12 Millionen würde er entgegenkommen. Millionen. Kann man nicht leisten. Restbudget ist bei 8. Krass. Ja, schade, Linden Mayner. Das wird nichts mit uns werden. Nee. 7,5. Ja, guck an. Das ist doch mal was Positives hier. 8 Millionen. 8,5. 9 vielleicht sogar, man weiß es nicht. Vertragslaufzeit ist voll okay, weil wir sind in der ersten Liga. Also wenn die fetten Verträge ausmachen, dann jetzt Titelprämie und super Abstieg. Wir werden schon nicht absteigen. Komm. 9. Ausgezeichnet. Sehr schön. Unterstützung für die Jugend. Einige Spieler schauen sich noch das Training an. So, Leo Dillmann, du bist Leiter im in der Organisation. Du hast eine Stärke von 8. Dein Vertrag läuft aus Fähigkeiten und Fleiß. Fähigkeiten sind ja okay, sind 3 Stück. Fleiß auf 7. Der hat bessere Fähigkeiten, keinen guten Fleiß. Kein guter Fleiß, viel bessere Fähigkeiten. Luca Hill, auch nicht. Und dann wird schon scheiße. Das heißt, nee, in dem Fall werde ich den Leo einfach verlängern. Da gehe ich hier raus. Leo Dillmann, so, für 24 machen wir mal. Du verdienst im Moment 75. Schauen wir mal, ob das machbar wäre für dich, dasselbe Geld einfach zu verdienen. Würde er sogar machen. Ja, nice. Sehr schön. Dankeschön, Herr Leo Dillmann. Trainingsziel erreicht. Kurze Pässe. Geil, Herr Nürnberger. Sehr schön. 8,2er Stärke. Stellungsspiel als DM sicher nicht verkehrt. Lange Pässe, Ecken, Technik, Ausdauer,
kurze Pässe, besonders gute kurze Pässe oder Kopfball. Stellungsspiel als DM, machen wir das einmal. Und hier haben wir Kreativität am Finn-Ole Becker. Gut, gut, gut. Immer noch ZM als Hauptposition. Ich hoffe, das ändert sich bald. Schnelligkeit, Dribbling, lange Pässe. Und da haben wir Technik. Technik. Leiter medizinische Abteilung. Wir haben im Moment einen der Recht-Chances mit 6. Da wäre der mit 10 natürlich schon besser. Lea Löffler, Hallöchen. Lorenzo Zotta, bisschen weniger Fleiß, bisschen bessere Fähigkeiten. Teamführung ganz kacke. Fleiß wäre gut. Lea Löffler, wie teuer wärst du? 270! Hat sie reingeregnet, Frau Lia Löffler? Eieieiei, das war ganz schön teuer. Ich glaube, da machen wir erstmal mit dem Tomic weiter. Der wäre auch eine Idee, einfach weil er ein bisschen besser ist. Fleiß ist zwar beschissener, aber er hat mehr Fähigkeiten. Verhandlung, Teamführung, Loyalität. Frusttoleranz, ja, das kann er gut brauchen bei uns. Aber 230 ist vielleicht ein bisschen zu viel, wenn wir gerade aktuell 80.000 anbieten. Und negative Fähigkeiten brauche ich nicht unbedingt. Schauen wir mal. Also wenn ich die Löffler um einiges günstiger kriege, dann ja. Ansonsten nicht. Ja, nee, da hat sie keinen Bock. Dann habe ich auch keinen Bock. Mateta hat sich verletzt. Oberschenkelprobleme. Oh nein. Nicht Mateta. Vertragsverlängerung. Jahresgehalt. Du kriegst im Moment 80. Dann schauen wir mal, ob du bei deinen 80 auch bleibst. Ja. Nimmst du 25 auch an? Ausgezeichnet. Nimmst du weniger, geht auch an. Lassen wir es mal. Weil eigentlich ist er schlechter geworden. Das heißt, theoretisch müsste auch weniger Geld annehmen. Sponsortermin ist abgesagt worden. Hab mich nicht wohl gefühlt oder warum? Und Chimera, RAV, möchte weg. Der hat ja keine dumme Ausstiegsklausel, ne? Weil da kann ich sagen, ablehnen. RAV, Bayer, Chimelera. Und immer mal wieder die Überlegung, dass ich da nicht den Pastlak zum Beispiel auch noch in diese Richtung schieben könnte. Chimedrala ist 26 Jahre, 7,8. Frage ist, ob ich da nicht einen besseren finde, all along. Antritt, lange Pässe, Schnelligkeit. Das Angebot ist halt jetzt nicht so der Hammer. Ich bin da recht zwiegespalten. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Aber muss er doch erstmal einen Ersatz kriegen. RAV ist unsere schwächste Position im Moment. Komm, verhandeln wir mal. Schauen wir uns das Ganze mal an. Nach Hauptsponsor, genau. Deswegen abgesagt, weil wir haben hier schon einen. Genau so ist es. So. Mehr als 1,8 geht nicht als Forderung. Okay, das Angebot ist bei 1,1. Marktwert bei 1,2. Ja, also wenn. Dann hätte man schon gerne ein bisschen was. 1,6 stelle ich mir schon vor.
1,5. Jo. Tschüss. Und dann geht's gegen Hannover. Co-Trainer besetzt die Bank. Der macht wieder alles. Der macht wieder einen lustigen Spaß hier. Eine lustige Formation. Was soll denn das? Ach, weil Mateta noch verletzt ist für 4 Tage, macht er eine 4-5-1-Formation. Das heißt, er will auf jeden Fall offenbar die Null halten. Askikapa, Geil, Schmidt, Pastlak. Ja, ich meine, Mai. Grundsätzlich bin ich erstmal experimentierfreudig. Sehr offensiv sehe ich allerdings nicht mit dieser Taktik. Ballbesitzfußball ist ja okay, aber das wäre dann nicht sehr offensiv als Ballbesitzfußball. Also da kann man vorsichtig offensiv machen. Hinten stehen wir ja ganz gut. Da können wir ruhig mal nach vorarbeiten. 54 zu 41. Ja, so viel haben sich die nicht verbessert. Torwart ist die Schwachstelle. Aber ja, das heißt gar nichts. Die Stärken, kann durchaus sein, dass die uns auf den falschen Fuß erwischen. Wir machen ganz normales Spiel. Das Spiel ist ein Bonusspiel. Wir machen ganz normales Spiel. Bisschen Fokus. Kommt her, galliger und ekliger Gegner. Und let's go. Nürnberg gegen Hannover. Die beiden Aufsteiger gegeneinander. Lindenmäher, du Drecksack. Da wollte er nicht kommen zu uns. Jetzt spielen wir gegen ihn. Laszlo Benes. Nicht mit dem Tor. Eieiei, das ist ärgerlich. Geis. Der macht immer so schöne Dinger. Schade. Tior scheitert. Nochmal Geis, Freistoß. Oh Gott. Ich nehme alles zurück mit schönen Dinger. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Angriff. Dieser dreckige Lindenmäher. Und der geht rein vom Fluri. Der Schiri bitte zum Pausen-Day. Der bitte zum Pausen-Day. Und wir? Was machen wir? Hauen wir mal den Hack rein. Klimowitz. Nürnberger. Adams. Machen wir weiter. Was? Was? Abseits. Okay. Hack schießt. Was für Tor. Wenn das jetzt ab. Okay. Wollte schon sein. Gut, gut. Nürnberger. Hack, Schuss. Vorlage Nürnberger. Diesmal. Sagt der Ref. Das ist okay. Askikapa. Ballert den mal voll daneben. Hack. Der trifft. 3-1. Das ist doch mal ein schönes Comeback. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt. Duksch, den gibt es ja auch noch. Nübel wird nicht gefordert. Und da haben wir sogar noch mal einen Angriff mit dem Felix Pastlak. Schmidt flankt rein. Hack köpft das Ding mit voller Wucht rein. Zum 4, zum fucking 1. Schön gemacht.
Mainer abseits. Haha. Ja, mal gucken. Der hat ja noch nicht verlängert, der Mainer. Wenn der nächstes Jahr ohne Vertrag dasteht, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich mir den gönne. Wir sind wieder Zweiter nach einem phänomenalen Spiel. Richtig gut. Perfekt für die Torstatistik. Und Schalke führt. Finde den Fehler. Ja, sind übrigens zwei befreundete Clubs, was ich so gesehen habe. Die verbindet eine Fanfreundschaft gemeinsam. Und ich glaube, wir spielen ja auch gegen Schalke, also auf jeden Fall in der Liga, aber auch im Pokal, wenn mich nichts täuscht. Halber Walburg hat eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gerne zuschaut. Die Spieler sprühen vor Motivation. Selbst wenn es einmal nicht so perfekt gelingt mit dem Ergebnis, kann man außerdem sehr zufrieden sein. Hack in der Elf des Tages. Na, den haben wir eingewechselt und hat gleich mal schön performt. Mühl haut sich voll rein im Training. Jimenara ist nach Bordeaux gegangen. Da waren jetzt keine tollen Leute mehr dabei. Da gibt es gerade nur noch Best of the Rest. Wir bräuchten echt mal wieder ein Level Up und ein paar Verhandlungspunkte, denn einen haben wir ja rausgejagt beim Tempel ohne Ergebnis. Großfeldspiel und Spielerförderung. Ja, ist okay. Können wir machen. Pfeiffer von mir aus. Machen wir das. Wir speichern uns das Ganze ab. Dim, 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 dim. Klingt ein bisschen wie Fluch der Karibik, die Musik. Mateta, hatte ich dich schon besucht? Ich mach's auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall wieder fit zum Hertha-Spiel. Das ist gut, das ist sehr schön. Ja, und dann bräuchte ich auf jeden Fall einen LAS. Boah, diese Sortierung, ne? Nach Eggestein kommt Früchtel. Das ist halt nach Alphabet sortiert wird und nicht hier nach der Reihenfolge, die ich aufrufe. Die können halt alle nur Rechtsfuß. Da schleuen sie eventuell als Alternative. Alles nicht so cool. Und LAV, RAV war das, ne? RAV bräuchten wir eventuell dann jemanden. Dann halt wirklich den Passlack vielleicht runter beordern und sagen, der beackert diese Seite. Genau. Werde aber noch auf den Transfermarkt schauen, ob vielleicht doch noch das eine oder andere da war. Auslaufender Vertrag? Nee. Waldemar Anton. IV. Aufbauspiel, Ausdauer und Kopfball. Mit RAV-Potenzial. 6,5 Marktwert, 25 Jahre. Ja, nicht so der Hammer. Die Brisson, Ausdauerballgewinn, Kreativität. Cuisance. Der ist auf der Liste. Uiuiuiui, okay. Freistöße, Technik und Übersicht. Ja, wenn, dann für die Seite, dass ich den umoperiere. Aber er ist nur Rechtsfuß. Eieieiei. Josh Sargent, wieso sind denn da ein paar gelb und ein paar grün? Macht das irgendwie Sinn? Ist das irgendwie logisch?
Ich weiß es nicht. Für mich ist es nicht logisch. Josh Sargent, du bist Rechtsfuß. Na klar. Rezos. LAV und RAV 9,2. 5 Millionen Marktwert des 23. Ballgewinn, Kopfball, Manndeckung, Schusstechnik, Übersicht, Zweikampf. Boah. Ja, eventuell. Eventuell Monsieur Rezos umoperieren. Weil schön individuell. Er hätte einen rechten bevorzugten Fuß. Kann klappen. Kann ich mir überlegen. Was mir halt fehlt, ist sowas wie Schnelligkeit oder Flanken. Oder Kurzpass. Aber Manndeckung, Zweikampf wäre gegeben. Ballgewinn, Kopfball braucht er jetzt nicht unbedingt auf der Seite und die Übersicht, ja, mei, ne, wenn man es hat, hat man es. Dann so, Ausdauer, Kopfball, Manndeckung, der Österreicher. Müsste ich aber dann auch komplett umoperieren. Eduard Löwen, Ballgewinn, Dribbling, Kopfball, Schusstechnik, Übersicht, Kin Zombie, den hatte ich ja auch schon ein paar Mal in Überlegung. ZM, LM und hat aber nur einen rechten Schlappen. Adrian Fein, nur Fein. Antritt, Ballbehauptung, Technik. Luca Kilian. Bordeaux, haben wir nicht gerade Wind nach Bordeaux verkauft? Eigentlich wäre doch dann der Weg frei, oder? War das nicht gerade Bordeaux? Der Weg frei vice versa quasi. Wir haben Kopfball, Stellungsspiel und Zweikampf. 6 Millionen Marktwert. 8,8 Stärke. Da gefällt mir der andere besser, der Rezos. Mai, genau. Der war ja auch eventuell in der Überlegung. Antritt ist gut, Ballbehauptung, Kopfvorstellungsspiel. Schnelligkeit ist schlecht. Lars Lukas. Also Antritt gut, Schnelligkeit schlecht. Okay, kommt schnell auf Temperaturen, aber dann kühlt er wieder sehr schnell ab. DM, ja, da ist der Rezos gleich schon besser. Der ist ein coolerer Allrounder auf jeden Fall. Noch irgendwen auf der Liste? LAS und RAS mit Rechtsfuß. Ausdauerkopf bei Torriecher, Dribbling. Ja, wow, ohne Dribbling ist natürlich belastend. Und der Benjamin Goller mit den tollen Flanken, Antritt, Ausdauer, kurze Pässe. RAS auch nur komplett rechts. Da bringt man halt auch relativ wenig. Okay, also der Rezos wäre eine Überlegung. Für RAV sollte ich da den Passlack nicht dorthin stecken. Eine Leier kommt nicht in Frage, ja, das passt ganz gut. Wir wollen ja auch keine Laie. Minuten haben wir schon wieder auf der Uhr. Eieieiei, das vergeht ganz schön schnell. Aber das ist halt einfach immer so bei der Transferphase, dass ich da sehr gerne scoute. Ihr wisst das bestimmt schon vom einen oder anderen Spiel, das wir mittlerweile schon gemeinsam auf diesem Kanal erleben durften. Persönlich Party organisieren? Nee. Schauen wir uns mal die Trainings an, das passt ganz gut. Der 30.08., 31.08., 1.09., ja, irgendwann so am Donnerstag ist okay. Nach den letzten Gesprächen, die wir noch haben, mit Abgängen und Zugängen etc. Ja, also... Ich bin immer noch am Überlegen.
da mal wieder ein bisschen hoch, wo ich sehe, dass es massive Probleme gibt. Da habe ich schon einen neuen hingeholt und dann ändert das einfach nichts. Leute, patchen. Kann nicht angehen, dass man so viele Mitarbeiter braucht. Abnormal viele. So, 25 Minuten haben wir auf der Uhr. Flanken. Spieler auf Transferliste. Genau, dann wäre wieder dieser Goller da. Der Gollum. Aber der hat halt einen scheiß rechten Fuß. Ich mag jetzt aber auch nicht sortieren nach Rechtsfuß. Gut, wenn ich mehrere Optionen habe, dann ist ja gut. Dann kann ich ja das so machen. Bevorzugt links. Okay, da habe ich mehr Optionen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann nehmen wir noch einen Punkt weg. Flanken doppelt gibt es offenbar nicht auf der Transferliste. Dann müssen wir schauen, dass wir Flanken einfach haben. Keiner mit Spielerbild. Schnüff. Sind halt immer wieder dieselben Leute. Wie viel wird uns der Rätsel kosten? 2 Millionen irgendwas, oder? Wir haben 9 Millionen vielleicht noch zur Verfügung. Lasst aber noch Gehalt dazukommen mit 1,5. Dann sind wir auch auf 4 Millionen, auf 5 Millionen circa wieder drauf. An Belastung, dann hätte man noch 4 Millionen umgerechnet, grob zusammengerechnet. Ausdauer, kurze Pässe, Technik. Wie der guckt, der Herr Prömmel. Grins. ZMDM. Ja, da müsste ich aber auch wieder ein bisschen umoperieren. Der ist beidfüßig. Hm. 26. Ist ja so borderline für mich. Machen wir es übrigens so. Wenn es irgendwem zu langweilig wird, spult es einfach vor. Oder schaut es beim nächsten Mal wieder rein. Das möchte ich jetzt aber noch in der Aufnahme machen. Genauso wie die den Transfer-Schluss. Das wollen wir noch diesmal noch machen. Und dann beim nächsten Mal geht es dann ins Match rein wahrscheinlich. Schusskraft, Übersicht, Zweikampf, Rexbichai. Genau, der wäre eine Überlegung, den dann umzuoperieren. Der weiß zwar noch nichts von seinem Glück. Aber so richtig hat er die Fähigkeiten auch nicht dafür. Antritt-Dribbling-Technik. LAS. Das wäre eigentlich perfekt. 9 Millionen ist halt die Sache. Und 1,1 Gehalt. Der gerade sein Level up hatte. 8,8. Und so sauteuer. Ich meine, ich kann es eh nur ausprobieren. Junta Hit. RAS. RAS mit Fuß eher auf der linken Seite. Der hat einen Fuß auf der linken Seite. Beiden Level Up, Ausdauer, kurze Pässe, Übersicht, Wolle unbekannt. Günstiger. Ja. Ja. Ja.
8,7, der hat nämlich relativ bald ein Level up und wie gesagt, ist er eher ein Linksfuß. Das heißt, der wird das auch sehr schnell adaptieren und anpassen. Ich glaube, der passt. Schauen wir mal, ob wir die kriegen können. Gehaltstechnisch könnte es klappen. Ich klicke noch ganz schnell durch. Ich hoffe, dass das Spiel nicht gleich wieder abnippelt. Sonst kann ich hier die ganze Aufnahme auch vergessen. Fokus auf die, die ich schon kenne, weil dann ist vielleicht jemand dabei aus der Bundesliga. Nee. Egal. Speichern. Okay. Das heißt, Chong und Rezos eventuell Matenta. Achso, genau, du bist wegen. Weiß schon wieder. Ich wollte mein Krankenhaus besuchen. Chong und Rezos. Besuch mal dich halt dann. Am nächsten Tag soll es sich ja auch noch ausgehen mit deiner Verletzung. Ja, genau, am letzten Tag dann schneiden wir nochmal rein und sagen, gute Besserung. Klatsch nochmal aufs Knie und dann passt das. So, let's go. Wir schauen rein. Wen schicken wir denn? Die Nübel? Steht da irgendwie, wie geil das wäre, wie die sich freuen würden, wenn da jemand kommt? Nicht so wirklich, ha? Wollen die Urgesteine oder ist es ihnen egal? So ein Mühl vielleicht, ha? Ist nicht der super Typ, aber ist halt schon ewig dabei. Aktive Erholung. 2 Tage bis zum Deadline Day. Genau, Herr Chong. Du bist auf der Transferliste. Ja, so richtig check ich es aber nicht. Wieso bist denn du auf der Transferliste und bist aber trotzdem mit 4 Millionen bepreist? Interesse übrigens. Oh. Würde er annehmen? Ja, 3-2. 9-7 haben wir Restbudget. Okay. Guten Tag, Chef. Guten Tag, Chef. Sagt er. keine dumme Ausstiegsklaus. Eieieiei. Der haut mir das aber ganz schön hoch. Da müssen wir runtergehen. Würde er sofort akzeptieren? Ich habe gleich noch einen Termin. Ja. 4,2. Jetzt wird's knapp, ob wir das noch hinkriegen. Das wird teuer. Der war zu teuer gerade. Ja, nee, kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin? Pagonius, Rezos, ja du? Im Moment leider nicht. Shit, der war einfach zu teuer vorher. Der wäre natürlich ein Schnäppchen. Aber hilft nichts. Ich brauche halt, habe halt eher. Ne, Klimowitz bleibt. Ich habe halt eher einen links gebraucht. Links vorne. Rechts hinten wäre. Ja. Wäre okay gewesen, aber da findet man Alternativen. Ablehnen. Sapai interessiert sich für den Spieler. Ist es jetzt eine Leihoption? Sofortiger Wechsel, ja. Machen wir das.
Nuno Sablei. Verstehst du? Leibei, egal. Matetta sprechen persönlich gute Besserung daher. Unsere Forderung: Gehaltsübernahme 80%, Leihdauer, Kaufoption. Nö, kann man gar nicht machen, okay. Leihdauer ein Jahr ist okay an London Bermondsey, was auch immer London Bermondsey sein soll. Gehaltsübernahme. Gehaltsübernahme bedeutet, wir, die übernehmen das Gehalt. Okay, wir können eh nicht in eine andere Richtung gehen, deswegen vermute ich das einfach mal, dass es so laufen wird. Hab doch nie Leihgeschäfte abgeschlossen. Ja, okay. Aber schaut gut aus. Unterschreiben wir mal den Vertrag. Mit diesem Vertrag wäre ich einverstanden. Okay, dann viel Spaß, Herr Sapai. Heute schließt die Transfergeschichte. Teuchert. Machen wir das. Angebot 1,7. Ist ein bisschen weniger. Komm. Akzeptieren wir. Handwerker, nee. Gibt es übrigens einen ganz coolen Trick. Man kann jetzt zum Beispiel dahergehen und kann sagen, oh, Prömmel wäre im Angebot für 2,6. Den brauche ich aber jetzt nicht mehr. Also ich könnte hier jetzt beim, das haben sie übrigens auch geschrieben, dass es jetzt um einiges langsamer geht. Ich könnte jetzt hier auf Verhandeln gehen und auf Abbrechen. Machen wir das vielleicht mal. Und dann seht ihr, gibt es einen anderen. Dann gibt es den Schleunzi. Den Schleunzi mag ich ja loswerden. Er passt. Ja, passt. Tschüss. Sörensen. An sich hätte ich den gerne weiter. Ihn hier brauche ich nicht. Asker Sörensen. 7,8. From Adams, Tior, Sörensen, Pfeiffer, Aski Kappa. So richtig brauche ich den Sörensen halt auch nicht. Aber... ja. Nee, den behalte ich. Verhandeln, nö. Clinton Mola, LAV. Ja, LAV technisch. Handwerker, Mola. Nee. Nürnberger, nee. Und das war's? Immerhin so ein bisschen was gemacht. Ich glaube, zweimal losbekommen, oder? 40 Minuten auf der Uhr. Okay. Und dann geht's gegen die Hertha.
Gut, gut, gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Drum sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann haben wir mal Transfergeschichte hinter uns. Und dann Hertha BSC auf der Linse. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.